Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Green Hell Spirits of Amazonia 3. Der Töpfertisch steht auf dem Programm, die Runde. Den haben wir ja beim letzten Mal oben auf dem Dach platziert. Ich habe da auch tatsächlich schon 3 Feuerbretter reingepackt, weil man die sonst so schlecht tragen kann. Ich kann immer nur 3 und den Stammesanzünder in mein Inventar packen. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Wir gucken uns das Ding jetzt mal zusammen an. Ja, du brauchst schon mal jede Menge Stöcker. Da hättest du vielleicht nochmal 3 Stück mehr mitbringen können. 2 Stück brauchen wir noch. Hast du hier? Stöcker muss ich auch unbedingt nochmal sammeln gehen. So ganz viele habe ich da jetzt gerade nicht. Aber wird schon passen. Na, warte mal. Ich nehme mal unser Treppchen wieder mit. Ich glaube, wir brauchen das Feuerbrett noch. Ah, guck mal. Hier ist doch schon wieder 2 Stöcker. Alles klar. Dann brauchen wir 4 lange. Oh, ein Bambusschalt müssen wir gleich noch umhacken. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ah. Hier ist der 1. Dann nimmst du noch 3 da hinten raus. Da sind genug drin. Bedien dich. Sehr gespannt, was wir da dann dran machen können. So, 4, kein Wurm jetzt bitte. Nein, ich sagte keinen. Du Stinker, wenn ich mal draufhauen, sonst geht der Stock kaputt. Verzieh dich. Eklige Biester. So, zeig mir, wie du die Leiter hochkommst. Ja, geht sogar. Ich habe ein bisschen Ordnung in meinen Kisten geschaffen. Das können wir uns gleich kurz angucken. Ein Bambusscheit. Ein paar Seile. Das passt schon mal. Jawohl. Ich glaube, eine Kokosnussschale brauchen wir auch noch. Ist aber kein Problem, haben wir ja da. Ja, immer jetzt die Bananendächer runterslidet. Der kleine Künstler. Kokosnussschale nimmst du schon mal mit. Und so ein Bambusbaum. Den kriegen wir auch noch hin. Hm. Eine Feder und das Nest. Nehme ich auch mit. Morgen, Schildi. Alles gut, ich habe immer noch genug Schalen von dir. Du bist ab jetzt safe. So, ein Scheit. Ich muss unbedingt wieder ein Feuerbrett hin. Jedes Mal bleibe ich an dieser Kante hängen. So. Kokosnussschale und 3 Feuerbretter. Da steht das Ding. Ui. Okay. 3-mal geschmolzenes Eisenerz? Hier kommt Wasser rein. Was brauchst du hier? Leere Gussform. Okay. Oh. Ah. Braucht 3 Gussformen und 100 Wasser. Ja gut, das ist ja kein Ding. Tonflasche ungebrannt. Hier Affenstatue aus Ton. Eine Klingengussform. Okay, wir brauchen 3 geschmolzene Eisenerz. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht so viel von da. Das heißt, wir müssen den Ofen mal aktivieren. Ich gehe auch immer hier runter, weil ich die Leiter so schlecht runterkomme. Ist aber kein Problem. Kohle ist ja ein bisschen da. Ah ne, kleine Stöcker geht ja nicht. Und hier ist auch schon wieder durchgelaufen. Nice. Ich gleich nochmal 15 raus. Wir müssen auch unser Feuer gleich nochmal befeuern. Und auch mal, ja, eine Kleinigkeit aus der Schale mitten. Warte. Hier gibt es schon wieder Nüsse. Lecker. Ich habe hier sogar nochmal 2 neue Kisten hingestellt.
hier ist alles Mögliche zu futtern und zum Schmelzen drin. Da nehmen wir schon mal 2, 3 Dosen raus. So viel Eisenerz haben wir gar nicht. Müssen wir uns vielleicht auch nochmal besorgen. Wenn wir auf Obsidian-Tour gehen, müssen wir auch ein bisschen Eisen mitbringen. Das wird eine größere Aktion werden. Halt. Mach erstmal dein Feuer frisch. Ja, ist auch dringend notwendig. Aber Kohle ist, für Kohle ist gesorgt. Und hier war irgendwo so ein leckeres Schweinchen drin. So, ja. Das ziehst du dir mal direkt rein. Das gibt ordentlich Proteine und Fett. Ich habe hier auch mal 2 auf dem Trockenständer gehängt. Für schlechte Zeiten. Da wird es auch schon so langsam wieder schummerig. Ja. Ich würde sagen, ich schmelze erstmal durch. Das hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das dauert ja immer ewig. Kann ich in der Zwischenzeit vielleicht nochmal so ein paar Holzscheite oder irgendwas besorgen. Da kannst du ja auch nicht genug von haben. Aber bis das jetzt durchgeschmolzen ist und wir den Tisch antesten können, wird nochmal eine kleine Ecke dauern. Dann schmeißen wir das Ding mal zusammen noch an. Irgendwo hast du doch hier noch, ja. Wir müssen auch schon wieder ein paar trockene Blätter machen. Das war schon wieder das letzte. So, zünd an. Und schieb Dose rein. Sehr gut. Jo, da schmelzt erstmal dreimal durch. Klopfe noch ein bisschen rum. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das soweit ist. Dann dürfte es auch hoffentlich mindestens mal wieder hell sein. Dauert wahrscheinlich länger als die ganze Nacht, die drei Dinger durchzuschmelzen. Ich werde es im Auge behalten. Also, bis gleich. Puh. So, ein paar trockene Blätter. Zumindest einmal noch anschmeißen. Dann haben wir es jetzt bald soweit. 2 habe ich schon im Inventar. Von dem geschmolzenen Eisenerz. Das dritte läuft noch durch. Dann können wir uns mal ein paar Gussformen schon mal mit hochnehmen. Mach's mal hin und sammel das. Oh, kein Platz mehr im Rucksack. Ist natürlich... Wo ist denn die ganzen Knochen schon wieder her? Ich habe ja hier eine Knochentruhe, aber da sind auch ein paar Pfeile drin. Also passen hier nicht mehr so viele Knochen rein. Dann musst du jetzt doch mal wieder hier so ein kleines Knochenlager noch nebenschmeißen. Das ist mir jetzt aber auch wurscht. Vielleicht müssen wir uns noch mal wieder Rüstung machen. So. Zumindest 2 von den Dingern schon mal mit hochschleppen kann. Wir brauchen 4, glaube ich, ne? So, da keimt es noch kräftig. Ja, die kannst du hier reinstecken. Pfeilgussform. Wir machen uns erstmal so ein Äffchen, um das mal anzugucken, wie es da weitergeht. Aber ich würde mir auch gerne eine Klinge machen. Ist das nur für ein Messer zu verwenden oder kannst du das auch... Ich muss erstmal wieder aufräumen hier, das ist ja furchtbar. Oder kannst du die dann auch auf einen Speer oder sowas stecken? Das wäre ja mega nice. Habe ich mir schon immer gewünscht. Dass man sowas mal machen könnte. Du wolltest jetzt noch... Ja, einen muss noch klein machen, da geht kein Weg dran vorbei. Oh, kannst du sogar alle 3 tragen? Ja, gut. Ach, und Wasser brauchst du auch noch, ne? Aber wofür ist denn das Eisenerz? Hast du Wasser mit? Ja, frisches, aber ist ja wurscht, so viel wie das hier regnet. Zum Herstellen. Also wir könnten sie sogar schon bauen, weil wir brauchen ja nur Wasser und die Gussform. Mach mal so ein Ding. Hallo.
Sehr gut, dann kann ich hier gleich die Gussform nochmal rein. Unten war ja noch eine. Mach langsam. Wenn du den Knöchel verstauchst, war's das. Kein Arzt in der Nähe, der dir helfen kann. So, okay, dann brauchen wir das gar nicht. Achso, Wasser brauchst du natürlich. Ungebrannt. Ja, Geschmack. 10 Wasser brauchst du dafür nur. Aber wo brennst denn das? Ah, hier. Ah, sehr gut. Er ist gleich fertig. Aber ich stopfe doch nicht. Stopfe ich das Ding hier rein? Nee, das geht nicht. Schmelz noch mal eine Dose direkt durch. Solange der Ofen noch an ist, können wir den noch nutzen. Hast du doch noch was. Dann, wie gesagt, sowieso noch mehr Metall brauchen. So, das reicht noch mal für eine Runde. Dann passt das. Warte mal hier. Keine Kohle mehr drin. Irgendwie verschwindet die in letzter Zeit immer. Oh. Warte mal, das Feuer müssen wir auch nochmal anfachen. Schildkrötenpanzer leer. Hier scheint es zu funktionieren. Brutzelt da was? Jawohl. Dann steht er da rum. Mega gut. Das Zeichen. Ja, lass dich schön den Arsch durchrösten. Okay, dann musst du die anderen Sachen wahrscheinlich auch am Lagerfeuer braten. Na, wir brauchen ja 3 Stück. Aber du kannst auch mal dreckiges Wasser nehmen, oder? Ein Kroko in Sicht. Ach, Quatsch. Was machst du denn? Flasche füllen? Jawohl. Dann wäre es ja vielleicht sogar geil, wir würden uns auch mal so eine Flasche gönnen. Mal gucken, was da so reinpasst. Und die Schalen fürs Feuer. Bingusform kommt natürlich auch dran. So, Eisenerz wäre jetzt auch da. Axtgussform. Das habe ich eben noch gar nicht gesehen. Was, wie machst du denn das dann? Leute, wir werden eine ganze Weile hier an der Schmelze rumhocken, glaube ich. Und erstmal kräftig ausprobieren, was hier so alles geht. Weiß gar nicht, wo zuerst und zuletzt hin muss. Aber es müssen ja 3 verschiedene sein. Das heißt, man muss die... Einer, der guckt, einer, der kämpft und einer, der sich ums Dorf kümmert. Stimmt, der eine hat auch so einen Kranz um... Kann man die noch craften? So ein Kranz um den Hals. Oh ne, das geht nicht. Aber man kann damit was machen. Also das Erste, was mir dann da einfällt, schade Vogelnest, ist es nicht. Trockene Blätter. Und, warte mal, wo hast du die reingepackt? Ne, hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Okay, mittlerweile haben wir zu viele Kisten. Augen wie Nussschalen stand da.
Mega. Okay, also musst du die Dinger noch verschieben. Oh Gott. Er glotzt ja. Na gut, er soll ja auch aufpassen. Aufs Dorf. Dann brauchen wir drei verschiedene. Schwarze Krallen. Kohle? Obsidian? Oh nein, ich hab nur ein Obsidian. Wir müssen mehr Statuen machen. Herstellen. Jetzt heißt es noch rauszufinden, wie man die anderen, wie man die baut. Sind die Blätter schon? Ich habe leider keine trockenen Blätter mehr da. Wir müssten jetzt kurz warten, bis die hier durch. Na, die sind ja sofort durchgetrocknet. Du musst die eh erst brennen, warte. Hier gleich wieder komplett aufgeregt ist, weil er was Neues rausgefunden hat. Mega gut. Dann müssen wir die aber auch gleich ins Dorf bringen, würde ich sagen. Machen wir dann. Sobald wir rausgefunden haben, wie wir die bauen können. Was wolltest du jetzt? Ach so, Wasser auffüllen. Mal schwierig, wenn du über das eine Sache machst und über eine andere nachdenkst, dann klemmt es schon mal ein bisschen. Aber gut, ihr kennt es ja mittlerweile. Oh, ist die jetzt... ja, die ist fertig. Nicht verbrennen, bitte. Schön, töpfern kann er auch. So, trockene Blätter. Vogelnest ging nicht. Trockene Blätter gehen auch nicht, scheiße. So frische Dinger. Na. Ich treff nix. Jetzt. Gut. Natürlich nicht gesehen, was die von der Farbe hatten. Das sah einfach nur aus, als wenn der so einen Kranz im Kopf hätte. Das hatten die anderen nicht. Okay, was gibt's denn da noch? Hier gibt's doch noch so anderes Kram, ne? Aber ich weiß nicht mehr genau, wie man das herstellt. Wenn ich das hier sammeln kann, ich nicht. War das aus Blumen? Habe ich nicht irgendwo Blumen gehabt? Die kannst du nur zerstören. Das ist ja Mist. Dürfen die nicht getrocknet sein? Junge, Junge, was ein Stress. Dann pack das mal hier wieder rein. Das brauchst du jetzt nicht. Ich weiß nicht, wofür man das überhaupt jemals mal braucht. Aber sammeln kann ich die nicht. Kann ich die sammeln? Okay, warte mal. Die Kräuter könnte ich sammeln. Aber ich habe keinen Plan, was dabei rauskommt, ehrlich gesagt. Ja, Fasern. Das ist... Oh, Moment. Ja. Das ist jetzt das Einzige, was mir noch einfallen würde. Jawohl, Affenstatue aus Ton. Mähne. Das war's. Richtig.
will ich den Blätter mal hier drauf. Ah, ist schon aufgesammelt. Ja. Okay, einmal Kräuter geopfert. Das war jetzt aber nicht so schlimm. Dann lass uns noch die letzte Statue auch noch brennen. Schwarze Krallen würde ich auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich sogar Obsidian, ne? Kohle macht nicht so viel Sinn. Das ist nicht so ein festes Material. So eine Kralle ist vielleicht eher aus Obsi. Du hast ja Wasser. Dann, sammel das nochmal. Kannst jetzt aber nur eine mit hochnehmen. Aber es sind ja noch zwei, das reicht ja. Sammelt das Wasser? Nee, ne? Beim Regen sammelt das kein Wasser. Nee, nee. Gut. Dann machen wir das jetzt erstmal fertig. Und kümmern uns dann um die anderen coolen Sachen beim nächsten Mal erst. Ja, einmal brennen bitte. Und dann musst du wohl mal dein Obsi opfern. Was anderes schwarzes Kohle haben wir dabei. Erstmal mit Kohle gucken. Einfach nur, weil ich sonst niemals mir diese aztekische Waffe mal bauen kann. Wir müssen unbedingt mal los und Obsidian mal ein paar Steine besorgen. Das kann ja nicht so schwer sein. Aber die nächste Höhle, wo ich jetzt wüsste, wo welches drin ist, ist halt auch ein Stück weit weg. Naja, gut. Machen wir schon. So, letzte Statue. Du möchtest natürlich Kohlekrallen, ne? Ah, ne, natürlich nicht. Brauche ich zwei. Ich kann sie zumindest herstellen. Brauche kein zweites Obsidian. Aber dann habe ich wieder keins, ne? Na gut, dann ist das so. Das haben wir aber auf jeden Fall schon mal fertig. Das ist ja mega nice. Ey, was ein cooles Spiel das geworden ist, mal ganz ehrlich. Das gefällt mir mega gut. So, das sind jetzt die einzigen 5 Minuten in den letzten 3 Wochen, wo es nicht regnet, wo ich mal Wasser in meinem Lehmbehälter brauche. Oder mal dränkig bin. Danke, Spiel nochmal, ne? So, bring die noch nach oben, dann weißt du, wo sie sind. Nee, dann brauchen wir auch eine Menge Metall um uns hier. Also eine Klingusform. Komm, lass mal eine machen. Und wenn es geht, noch eine Axtgussform. Oh, das kostet dann schon Eisenerz. Machen wir trotzdem. Komm her. Wir sind ja ohne Eisenerz. Oh, die kann ich gar nicht mehr tragen. Moment mal. Oh nein. Verdammt. Kannst du nur ein Stück Rücken hier, mein Guter? Nee, das bringt mir auch nichts. Ja, das passt wohl nicht mehr rein. Ne? Dann. Ach, die muss aber in dem hier wahrscheinlich, ne? Ah, scheiße, der ist schon wieder aus. Okay. Jetzt rauscht die Kohle aber auch durch. So, dann zünden wir an. Also, da es eine Gussform ist und wir sonst die Gussform auch alle da reinpacken mussten, kann ich mir gut vorstellen, dass das so richtig ist. Dann würde ich die hier schon mal reinschmürgeln. Das war jetzt die Klingengussform. Die andere hole ich mir auch nochmal schnell ab.
Gut. Dann könnten wir ja noch zusammen, solange wir warten, bis die Gussform fertig ist, auf jeden Fall mal hier diese Fensterwand angehen, ne? Ne, hier muss sie sein. Okay, ich darf nicht. Erfordert Wandrahmen. Da ist die Decke wieder im Weg. Ich werde bekloppt. Also ganz ehrlich. Hier wollte ich noch so einen Seiteneingang machen. Achso, das geht ja gar nicht. Ich muss erstmal eine Wand setzen. Ich würde jetzt nochmal ausprobieren, ob das funktioniert. Bambuseingang. Können wir Bambus machen? Ne, den hätte ich gerne. Ja, so. Dass wir hier noch durchgehen können. Ich will nur mal testen, ob das jetzt tatsächlich funktioniert. Oder ob das Dach wieder im Weg ist. Aber ganz ehrlich, dann bleibt es so. Dann wohnen wir halt rustikal, dann kommen diese frische Luft rein, ziehen die Fürze besser ab. Ich reiß jetzt nicht nochmal alle Dächer runter. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Und hier geht es wieder. Komisch. Also manchmal komme ich nicht klar. Erfordert Wandrahmen. Ja, da ist so ein Rahmen. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo was lag, dass er damit nicht klarkommt. Ein bisschen rumprobieren kann ich ja noch. Aber wie gesagt, Decke und Leiter eher ungern. Dann, ja. Jetzt regnet wenigstens auch mal. Ah, sehr gut. Hast du nur ein Stück Kohle? Nee, hast du nicht. Lebenscher benutzen. Gucken wir mal, dass wir die halbe Wand fertig machen und wir testen mal, wie wir dann da durchflutschen. Oh, super. Das funktioniert doch so. Kannst du so lassen. Dann könntest du rein theoretisch, was wahrscheinlich jetzt auch wieder nicht geht, so eine Lehmkaminwand hier noch einbauen, damit wir hier noch ein Feuer machen können, damit es ein bisschen heller dann hier drin ist. Wenn wir dann wirklich mal hier drin arbeiten, wenn es Nacht ist, würde ich dann die Feuer anzünden. Damit man auch ein bisschen was sieht, könnte man hier jetzt auch eigentlich schon gebrauchen. Wie weit bist du denn? Ah, ist fertig. Sehr gut, dann kann die andere rein. Sammeln wir mal die Klingengussform. Ein Metallklingenguss. Dunkel. Ich bin auch ganz schön müde. Ich sollte langsam mal ein bisschen schlafen und... Oh Gott. Die Werte sind auch nicht mehr die geilsten. Ist hier so ein Fleisch schon trocken? Ja, klar. Proteinetechnisch war das ja schon mal super. Dann Pilzsuppe rein. Ach, da hinten ist eine Fleischsuppe. Die würde ich mir aber nochmal aufheben.
Dann sollten wir uns noch eine Banane holen und dann passt es. Ja, ja, und ein Schlückchen trinken. So, Feuer frei. So. Der Metallklingenguss. Wenn ich das jetzt... Angenommen, ich würde hier mal so einen langen Bambusstock nehmen. Oh, okay. Das geht ja schon mal gar nicht. Sag mir nicht, dass es nur für Pfeile. Ne, das geht auch nicht. Okay, warte mal. Wir starten auch falsch rum. Eigentlich muss ja hier mit anfangen. Wo ist der lange Stock hin? Es hat geplatscht, als wenn er ins Wasser gefallen wäre. Wo ist er weg? Ist ja mega. Habe ich einen versteckten Pool hier im Haus oder was? Das Problem ist, ich kann das ja so da nicht rausnehmen. Ich muss den erst nehmen. Junge, Junge, ey. Spiel hat mich ganz klar getrickst. So. Kann ich hiermit was... Ja, kann ich. Und ein Seil dabei. Hallöchen, Metallspeer. Ja, komm, das Bauen ist ja wurscht. Da muss noch einen Waffenständer hinstellen. Das sollten wir, glaube ich, direkt mal machen. Wie viel Prozent hat der? Kann ich jetzt gar nicht mehr sehen, ne? Cool. Jetzt bin ich ja noch sehr neugierig auf die Axtform. Sammel die mal. Ich mit seinen drei Figürchen da. Ah. Wenn man lang läuft, das wird wahrscheinlich eh nicht gehen, ne? Also, nicht eh nicht. Sondern ähnlich. Ah, Fehler. Deluxe. Bei die gehen wir uns direkt. Natürlich noch nicht so viel Haltbarkeit, weil wir die nicht so oft gebaut haben. Aber. Ich sehe, dass gleich hier auch wieder alles verschwunden ist. Lass uns schnell mal. Wir gehen kurz pennen. Und dann bauen wir mal den Waffenständer. Werte geht noch. Feuer lassen wir mal an. Wir hauen uns kurz hin. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir denn schon? Fast 11 Uhr. So lange war es aber auch schon lange nicht mehr wach. So, einmal schön durchgezogen. Liegt die Axt hier noch? Vielen Dank dafür. Dann würde ich nämlich... Wo den Waffenständer hinbauen? Das weiß ich noch gar nicht so genau. Oben aufs Dach. Von mir aus, so oft tausche ich da nicht die Waffen aus. Machst du hier neben. Kannst du gleich, wenn du mal wieder was Cooles hergestellt hast, da rein basteln. Wo war der denn? So wie hier ganz hinten. Ein Halter. So. Dann brauchen wir zarte 7 Langstöcker. Haben wir noch? Haben wir 5?
Lauf, lauf, mein Guter. Nochmal zwei. Vermutlich wird es an Seilen hapern. Wer ist da noch? Nee. Guck mal an, wie schnell das jetzt ging. So, hier. Lass mal den Stammesspeer ruhig mal hier. Und die olle Axt kannst du mal hier lassen. Auch erstmal die Machete. Dann hast du hier deine Metallaxt. Schön, dass ich auch jetzt erst den Tagebucheintrag kriege. Und den Metallspeer. Wollen wir einen Baum umhauen? Ja, lass mal gleich den hier nehmen. Ein bisschen mit üben mit dem Teilchen. Alter. Hier drei Schläge für einen großen Baum ist schon mal nice. Der wächst ja wieder nach, ne? Jetzt haben wir auch doch mal einen auf unserer Insel umgehackt, aber verraten es keinem weiter. Hier lag irgendwo noch ein Bogen, glaube ich. Und zwar seitdem wir hier angekommen sind. Wahrscheinlich ist er mittlerweile aber auch mal irgendwie despawned. War das hier oder wo war das? Ne, ich weiß es gar nicht mehr. Vorsicht, hier ist irgendwo die Spinne. Oh, hier liegen ein paar große Steine rum. Jetzt hin, ich hab's ja da eben noch gesehen. Ja. War eklig, oder? Speere plus 1. So, endlich darf ich mal wieder an meinen Stein. Mein Steinsammler, wenn ich hier unser zweites Haustier erlegt habe, neben der Schildi, ist ja auch noch Spinni da. So, ja, gefällt mir schon mal, aber weiß ich immer noch nicht, wo habe ich denn den Bogen gesehen? Ist jetzt auch. Nee, pack bloß den Frosch nicht an. Kommt jetzt auch, glaube ich, nicht drauf an. Wahrscheinlich ist er wirklich schon despawned. Obwohl er relativ lange da lag. Aber jetzt ist er wohl weg. Ja, macht ja nichts. Wir kriegen bestimmt noch welche dazu. Wenn wir die restlichen Kriegerlager ausrollen. Gut. Ja, würde ich doch sagen. Ich pull mir mal die Igel ab. Ich mache mich nochmal frisch. Wir gucken nochmal eben hier in... Naja, für die neuen Baupläne. Für den Speer und die Axt. Und der Pfeil. Metallpfeilspitzenguss. Ah. Okay, wir können uns auch ein paar geile Pfeile machen, aber eigentlich bin ich ja mit denen schon recht zufrieden. Ja, wir zischen dann mal los und gehen auf Obsidian-Tour. Und geben die drei Statuen im Dorf ab. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, für die hier machen wir erstmal Feierabend. So viel gebastelt und rumprobiert und gebaut. Aber auch geile Fortschritte gemacht und gut was rausgefunden. Und dass ich es mega finde, habe ich ja schon erwähnt. Echt ein super Spiel geworden. Umso mehr freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns
in der nächsten Runde. Macht's gut. Bis denne. Tschüss. Puh.